Ich weiß nicht so ganz, ob Lethality-Varus überhaupt sinnvoll ist gegen Senna, aber alles andere brauche ich hier nicht spielen. Okay, let's go. First Blood Sona. Das ist ein Insta-Training-Engel. Was hat er mit den Katzen gemacht? Also meine Mama hat aufgepasst, die hat dann sogar hier gewohnt und Basti war auch, ich glaube, 1,5 Wochen insgesamt da, um auf die Katzen aufzupassen, also mal vorbeizuschauen. Ne, dicke Grüße auch nochmal an Basti. Sowas wie mentale Stabilität in einem Videospiel. Dafür muss man nicht nach Korea gehen, um das zu lernen. So, let's go. Vielleicht hätte ich hier sogar Hail of Blades spielen sollen. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht, wir müssen lange Trades vermeiden. Wir können immer traden, wenn wir unsere Spells ready haben. Wir müssen ganz dringend die Wave hier crashen. Na, haben wir leider nicht geschafft. Scheiße. Ivan ist schneller fertig mit dem Full Clear als Graves. What? Reicht nicht. Scheiße. Macher. Wave steht aber bodenlos. Wave steht komplett scheiße. Shit. Ich hätte nicht flashen dürfen. Oh, Bubble hat nicht gehittet. Wie schade. Ich habe auch zu spät geheilt. Ne, habe ich nicht. Die haben gar keinen Ignite. Das war unser Ignite. Dass wir es jetzt gepusht wurden, damit wir hier nicht gegankt werden.
Okay, wir haben einen 70 wieder Ignite. Wo ist die denn hin? Wen? Wir haben jetzt wieder Ignite ready. Naja, wir gehen hier Base. Die Vayne hat Spaß, ja, ich glaube auch. Deswegen, also Varus ist wirklich der einzige Pick, mit dem ich gegen Vayne klarkomme, weil ich sie halt in der Lane stompen kann. Habt ihr schon den neuen Senna-Skin gesehen? Boah, sieht der fresh aus. Da könnte man direkt wieder Senna-Main werden. Okay, also Ivan spielt full für Top. Das heißt, wir können hier einfach jede Wave pushen. Und warum ist die schon Level 6? Ich weiß nicht, warum wir nicht einfach die Zone, die Senna killen, die kein Cleanse hat. Das wäre, glaube ich, einfacher gewesen tatsächlich. Ich werde von der 0-1 Support Senna leider outtraded hier. Weiß nicht, ob ich leider flashen müssen. War mir ein bisschen zu heiß. Oh nein, der Tower Shot. Bro, ich muss hier ganz dringend Base.
Nila nicht. Ich glaube, Nila ist tatsächlich sehr bad gegen Vayne sogar. Weil die mich halt einfach kitet, bis meine W raus ist. Ich glaube, hier gehen wir auch nicht Edge of Night. Das ist, glaube ich, kein... Also... Kein gutes Item in dem Game. Oh, scheiße. Ach, so nah. Das muss doch nicht sein. Der einzige Weg, wie wir in der Lane sterben können, ist, wenn wir uns auf Full Life All-In lassen. Wir outpoken die so hart. Kommst du da noch ran? Okay, komm mit Sona. Die hat keinen Mana. Senna war top. Hä? Senna war doch nicht top. Ja, die Range von diesem Champion. Na, die Vayne ist jetzt leider sehr gut im Game, wegen den zwei Kills. Oh, die ist tot, wenn das trifft. Ich hätte Ghostblade usen sollen. Ich bin hier einfach full 2v2-Lane, alles andere ist egal. Ach, scheiße. Boah, Digga, Vayne ist so fucking stark, ne? Kann mich einfach so runterrennen. Scheiße. Einfach so. Crazy. Das Problem ist, wir können auch nicht auf die Vayne gehen und die Senna ignorieren, weil die Senna auch extrem viel Damage macht, weil sie 1-4 steht und 18 CS hat. Ha. Ah, das wird schwer. Da stand ich zu weit vorne. Digga, das ist doch aber frech, oder? Alter, die dürfen uns ja so frech runterrennen. Crazy.
Was macht denn Fiora hier? Top-Lane. Darf sie einfach so machen. Darf sie einfach so machen. Holy shit, die darf mich einfach so one-shotten. Obwohl mein ganzes Team neben mir steht. Bitte was? My bad. Nicht gesehen, dass sie mit Ignite spielt. Ich sterbe. Oh nein. Digga, was macht ihr? 800 Damage vom Ivan! 800 Damage von Daisy unterm Turret mit Full Life. Chillig. Sehr chillig. Also ich bin unterm Turm. Mit 100% Leben, Daisy läuft auf mich rauf und ich sterbe einfach. Ich sterbe einfach. Cool. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich kein Korea-Ding mit Varus. Ich glaube, Varus ist einfach ein Kack-Champ, wenn ich ehrlich sein darf. Ich habe keine Lust mehr. Ah, das ist Hard Winning. Das ist Hard Winning. Oh, saftige. Schade. Stark. Nee, Pokevarus ist schon fein. Ich habe einfach in dem Game... Das Ding ist, Pokevarus ist sehr abhängig davon, keine Fehler zu machen. Du gewinnst Lane und du darfst halt in Lane nicht oversteppen. Wenn du anfängst in Lane zu sterben, dann wird der Champion sehr schnell sehr useless. Also der Champion funktioniert nur, wenn du ein Gold Lead hast, ist das Problem. Und ich bin leider zu oft gestorben in Lane. Steht 2-6. Gut, ich bin auch einfach 4-mal in der Fiora gestorben, to be fair. Vielleicht hätte ich doch... Vielleicht hätte ich doch Hail of Blades spielen sollen, ich weiß nicht. Wir können jetzt den Rest des Games die Senna einfach one-shotten mit jeder Ult. Ja, das ist doch frech. Das ist doch so frech. Was macht die mit mir? Hä? Wollt ihr mich verarschen?
Das ist so frech. Fucking Fiora. Ich bin jetzt einfach viermal gestorben, weil viermal Fiora auf mich raufgelaufen ist. Die hat Full MR gekauft. Und es ist ja einfach scheißegal. It's Batman. Ah. Ich hätte nicht queuen dürfen. Ich dachte, wir kriegen den Drake gekillt, bevor er da ist. Scheiße. Ich habe den Graves, glaube ich, aus durcheinander gebracht mit meiner Q. Ah, mit Tower Stone. Aui. Okay, no flash. Okay. Ich stehe zwar 3-7, aber es juckt nicht, gell? Es juckt nicht. Unsere Sona ist einfach Gott hier. Ha? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Ha? Okay. Danke. Q-Anzeige bei Varus. Ehrlich gesagt habe ich mich dran gewöhnt, aber ich finde sie immer noch nicht gut. Oh mein Gott. Aua. Thank you.
Top ist wahrscheinlich auch dead. Oh, schade. Wir sind nicht in Time da, Bro. Es sind 4 gegen 5. Muss da jetzt hin, aber ist, glaube ich, schlank keine gute Idee. Aber es war schon das beste Play, weil deswegen hat die Vayne Toplane angenommen. Sonst wäre die Vayne da gewesen. Können wir den einfach im Insta machen? Wir sollten schon hochgehen jetzt, oder? Wir sollten Nash mal und turnen. Kann sein, dass Varus mega stark zwar ist. Nee. Eigentlich nicht wirklich. Wir warten jetzt, bis Botlane wir können keinen Nash schaden hier. Jetzt wollen wir Nash machen. Jetzt wollen wir Nash machen, guys. Ich kill die Daisy. Ha! Doch nicht. Aber wir können ja Ende machen. Ey, ich hatte meine Stopwatch auf der falschen Taste. Ich habe fast meine Stopwatch nicht gefunden. GG.
2-0. Das war echt close, ey. Wenn ich da sterbe ohne Stopwatch, dann verlieren wir das ganze Baron Play. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Let's go. So, jetzt sehen wir, wie viele Punkte wir kriegen. Ich sag, wir kriegen 32. 32 LP erwarte ich jetzt hier von Riot. Alles unter 32 LP und es gibt einen Beschwerdebrief. Boah! 33. Lecker. Ja, es war eigentlich ein gutes Game. Wir sind in Lane ein bisschen zu oft gestorben. Aber gegen Vayne, Senna ist halt die Schwelle zu sterben auch sehr niedrig, ne? Weil die uns halt komplett runterrennen können.